Wir wollen den NSU einordnen in eine Geschichte des rechten Terrors. So. Und das hört sich sehr viel an, ist auch relativ viel. Aber wir werden sozusagen ein paar Schlaglichter da setzen, um das sozusagen deutlich zu machen, was wir damit meinen. Und dann aber auch später sozusagen zum aktuellen Stand des Prozess kommen, alles, was wir vergessen, könnt ihr danach auch sozusagen fragen. Genau, ich würde anfangen, und zwar sozusagen mit der Geschichte des rechten Terrors nach 1945, also so wird der Bogen dann, und zwar in Ost- und in Westdeutschland. Und zwar würde ich anfangen mit Westdeutschland. In Westdeutschland gibt es, anders als sozusagen von den Medien dann 2011 behauptet, die behaupten ja, sowas wie den NSU hätte es nie gegeben und rechter Terror total unvorstellbar, und dass es das überhaupt gibt, ist da der Tenor. Das lässt sich mit dem Blick auf die Geschichte sozusagen absolut nicht bestätigen, sondern es gibt sozusagen regelmäßig Anschläge, die stattfinden in Westdeutschland von ja, kleineren organisierten Neonazi-Gruppen. So Beispiele in Hamburg beispielsweise gibt es 1980 einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Halske Straße, das ist hinten beim IKEA Bilwerder Morfleet. Da findet auch jährlich eine Gedenkveranstaltung inzwischen statt, und es gibt auch Bemühungen, dort die Straße entsprechend umzubenennen und auch eine Gedenktafel zu installieren. Dort gibt es nämlich sonst das noch nicht. Und bei diesem Brandanschlag, da sterben 1980 auch zwei Menschen. Und ausgeführt wurde dieser Anschlag von den deutschen Aktionsgruppen. Das ist eine Gruppe, die von Manfred Röder aus Hessen gegründet wurde. Und in Hamburg sind aber sozusagen drei Hamburgerinnen beteiligt, unter anderem Sibylle Vorderbrücke. Also auch dort ist schon eine Frau dabei. Und die werden dann auch verurteilt, und auch Manfred Röder wird dann verurteilt als sozusagen Gründer dieser terroristischen Vereinigung. Das ist auch nicht deren einziger Anschlag, sondern die verüben auch weitere Brand- und Sprengstoffanschläge, und Manfred Röder geht dafür sozusagen ins Gefängnis. Kurzer Sprung in die 90er, um auch zu zeigen, dass diese Geschichte des rechten Terrors in der Neonazi-Szene nicht so vergessen ist wie in der restlichen Gesellschaft. Manfred Röder kommt dann irgendwann wieder frei. In den 90er Jahren besucht er die Wehrmachtsausstellung, ein Feindbild der Nazi-Szene, weil da ja das Bild des sauberen Wehrmachtssoldaten so besudelt wird und das Motto ist, unsere Großväter waren keine Verbrecher. Und Manfred Röder schmiert dort sozusagen die Ausstellung voll mit Hetze und Lüge, kommt dann vors Gericht in Erfurt dafür, und bei diesem Prozess tauchen sozusagen Leute auf, die uns heute bekannt sind, nämlich Böhnhardt und Mundlos und auch Unterstützer des NSU, die wir heute kennen, zum Beispiel Wohlleben, André Kapke und Tino Brandt. Also die beziehen sich da sozusagen drauf, und die kennen dann vermutlich auch diese Geschichte des rechten Terrors, die da dahinter steckt. Später in diesem Jahr 1980, jetzt sozusagen wieder zurück, gibt es auch das Oktoberfest-Attentat. Das wird sozusagen einem Einzeltäter zugeschrieben. Das ist so nicht ganz richtig, sondern dahinter steht ja die Wehrsportgruppe Hoffmann, und aus diesem Kreis wird auch ja, ein Gemeindevorsteher einer jüdischen Gemeinde später in diesem Jahr ermordet. Das heißt, es handelt sich also um gezielte Anschläge, um gezielte Morde von kleineren organisierten Neonazi-Gruppen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann wird dann irgendwann verboten, und zwar vom Bundesinnenminister und nicht in Bayern selber, wo die eigentlich sozusagen ansässig sind, weil die von den bayerischen Behörden permanent nur verharmlost werden als Leute, die halt ein bisschen im Wald spielen und nicht etwa Wehrsportübungen abhalten. Genau, in Hamburg gibt es auch sozusagen während der 80er Jahre eine rassistische Mobilisierung, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Hier gibt es eine gut organisierte Neonazi-Struktur bis so an die 2000er Jahre sozusagen heran. Und in den 80er Jahren verüben die mehrere Morde an Migranten, zum Beispiel Ramazan Afci 1985, den sie auf der Straße ermorden. Und es gibt auch zum Beispiel einen
ja, ein Tag an Hitlers Geburtstag sozusagen, wo die Befürchtungen vor Nazi-Übergriffen in Hamburg so stark sind, dass Menschen mit Migrationshintergrund ihre Kinder nicht in die Schule schicken, weil sie Angst haben, dass die Nazis in die Schulen reingehen und dort die Kinder angreifen. Es kommt nicht dazu, aber es gibt sozusagen eine realistische Angst, weil die Stimmung in der Stadt damals einfach so ist. Und auch angeheizt ist zum Beispiel vom Bürgermeister, der fordert, dass keine Ausländer mehr nach Wilhelmsburg ziehen dürfen, womit er scheitert, aber trotzdem beschreibt das so eine Stimmung, die ja relativ vergessen ist, meines Erachtens. Und genau, das ist sozusagen Westdeutschland, organisierte Neonazi-Gruppen und gezieltere Anschläge. In Ostdeutschland gibt es sozusagen auch rechten Terror, der gestaltet sich dort aber anders. Das sind diese Erkenntnisse, die jetzt vor ein paar Wochen sozusagen rausgekommen sind durch den Historiker Harry Weibel. Ich weiß, anderen Leuten war das länger bekannt, ich habe das sozusagen da erst erfahren, aber dass es in der DDR sozusagen eine Geschichte von Pogromen gibt. Zum Beispiel 1975 in Erfurt, dann die Geschichte, wo ich glaube in Halle zwei Kubaner zu Tode kommen, weil die sozusagen von einer ganzen Menschentraube zu Tode gehetzt werden. Also das heißt, dort findet rechter Terror eher in Pogromform und Menschenjagdform statt. Also sozusagen etwas, was man im Dorf dann als Praxis gemeinsam entwickelt, zugespitzt gesagt, und was von den staatlichen Behörden auch nicht groß verfolgt wird, eher vertuscht wird, weil man ja das Selbstbild hat von diesem antifaschistischen Staat, in dem es das nicht geben darf, dass dort Vertragsarbeiter, Vertragsarbeiterinnen aus rassistischen Gründen angegriffen werden und auch zu Tode kommen. Und man geht inzwischen von so einer Zahl aus von 700 rassistischen Angriffen mit mindestens 12 Toten. Und es ist auch die Rede von sozusagen 200 pogromartigen Ausschreitungen. Dann gibt es in den 80er Jahren eine erstarkende Neonazi-Szene sozusagen, die es dann dort auch schon gibt, die sich auch sozusagen anfänglich organisieren und die dann auch verhaftet werden zum Teil und ins Gefängnis gehen für sogenanntes Rauditum. Also es wird auch nicht benannt, dass das Neonazis sind. Und in diesen Gefängnissen organisieren die sich aber wieder, weil die treffen sich dort, die kommen in sozusagen nur ein Gefängnis, die treffen sich dort, politisieren sich noch weiter, organisieren sich noch weiter und kommen dann sozusagen in den 90er Jahren oder dann mit der Wende, mit so einer Amnesie einfach alle auf die Straße. So wird das zumindest dargestellt. Genau, und diese beiden Praxen, das ist so die These aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, die kommen im NSU auch zusammen und die kommen auch in den 90er Jahren zusammen. Also diese Pogrome, von denen wir gleich noch mehr hören werden, dieser Straßenterror, das ist nichts, was aus dem so ganz plötzlich kommt, sondern das ist einfach etwas, was man in Ostdeutschland und dann auch in Westdeutschland einfach schon jahrelang so gemacht hat. Das ist also etwas, womit man dann einfach schon jahrelang Erfahrungen gesammelt hat, und gleichzeitig werden in den 90er Jahren zunehmend diese Einzelzellen-Terrorkonzepte diskutiert. Das ist diese Form, die sich dann sozusagen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe als NSU geben. Die geht eben zurück auf diese eher Einzelzellen sozusagen, wie es vorher in Westdeutschland gab. Also diese beiden Formen der Praxis finden dort beim NSU sozusagen zusammen. Das sozusagen die These der Geschichte des rechten Terrors vorher, und jetzt zu den 90ern, die da auch eine sehr große Rolle spielen. Katharina. Also den 90ern in Bezug auf den nationalsozialistischen Untergrund natürlich. Caro hat es schon erwähnt, das eine sind die rassistisch motivierten Pogrome, die es Anfang der 90er Jahre gegeben hat. Rostock, Solingen, Mölln, Hoyerswerda sind die vier bekannten Namen. Allerdings jede Woche finden ab 91 entsprechende Übergriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten oder eben auch direkt auf Menschen mit einer anderen Hautfarbe in Ostdeutschland, aber auch in den alten Bundesländern statt. Und das Entscheidende ist, dass es dann 1993 zur faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl kommt und damit der Neonazi-Szene, die zumindest in Ostdeutschland damals noch eher in lose agierenden Gruppen fungierte, das Symbol rübergegeben wird oder die Information sozusagen weitergegeben wird,
Wenn ihr ein gewisses Maß an Gewalt anwendet, dann werden eure politischen Ziele parlamentarisch umgesetzt, auch wenn ihr selber nicht Teil eines Parlaments seid. Das ist sozusagen das, was damals, Anfang der 90er Jahre, zumindest die Neonazis in Ostdeutschland verstanden haben. Und demzufolge mündet dann auch ihr weiteres Agieren, verbunden mit entsprechenden ideologischen Konzepten, die sogenannten national befreiten Zonen, in eine Art Alltagsterror, der sich auf den Straßen ausbreitet. Der Alltagsterror, ich kann das anhand von Jena relativ gut beschreiben, sieht so aus, dass Stadtteile mehr oder weniger aufgeteilt sind. Es gibt einen Stadtteil, das Zentrum, was sicher ist für Linke, für Alternative, für nicht rechte Jugendliche und junge Erwachsene und genauso auch für Geflüchtete oder Migranten. Und die anderen Stadtteile und da insbesondere die Neubaustadtteile sozusagen, Lobeda und Winzerla, sind in Nazi-Hand. In Nazi-Hand heißt, es wird tagtäglich erkämpft mit klassischen Übergriffen, mit Leuten zu Hause auflauern, wenn sie früh von zu Hause, zur Schule, zur Arbeit, zur Uni, wohin auch immer gehen und abends auflauern, wenn sie mit der Straßenbahn wieder nach Hause fahren. Im NSU-Prozess sind jetzt mehrere dieser Übergriffe öffentlich geworden, dass eben abends 3 Menschen mit der Straßenbahn nach Hause gefahren sind in einen dieser beiden Stadtteile, Winzerla in dem Fall, abgefangen wurden an der Straßenbahnhaltestelle, durch Winzerla gejagt wurden, bis man sie sozusagen in die Hände bekam und dann zusammengeschlagen, bis sie zumindest einer von denen im Krankenhaus am Ende landete. Das Stadtzentrum war sehr lange sehr umkämpft, heißt, es gab einen Ort, an dem regelmäßig Infotreffen, Plena, auch linke Szene sozusagen sich bewegen konnte. Das war die JG Stadtmitte und dazu noch 2 besetzte Häuser, die es im damaligen Zeitraum gegeben hat. Regelmäßig nach dem Plena von diesen Objekten gab es Jagden durch die Innenstadt. Die Neonazis warteten in Autos mit Baseballschlägern darauf, dass das Plena vorbei ist. Die Leute sind meistens in Gruppen losgegangen, um zumindest halbwegs sicher nach Hause zu kommen. Das hat in den seltensten Fällen funktioniert. Und es sind eine Vielzahl von Gedächtnisprotokollen erhalten aus den 90er Jahren, wo Leute sozusagen die Übergriffe und Angriffe auf sich aus der Erinnerung heraus beschreiben. Das Problematische, was dazu kommt, ist ich nenne das immer die Verantwortungslosigkeit der Verantwortungsträger, heißt Polizei, Stadtverwaltung, alle, die in irgendeiner Form dort zumindest eine Möglichkeit gehabt hätten, mit einzuwirken, haben das nicht getan. Antifaschisten waren bei uns auch im Untersuchungsausschuss, die haben darüber berichtet, dass sie zum Beispiel direkt zur Polizei geflohen sind, als sie gejagt wurden und ihnen die Tür vor der Nase zugeknallt wurde und ihnen gesagt wurde, unsere Anschauung ist so braun wie die Tür, sucht ihr draußen einen sicheren Ort. Das stimmt übrigens auch zumindest in Teilen mit der Aktenlage überein, die uns im Untersuchungsausschuss vorliegt, nämlich, dass es im Vergleich zu den Gedächtnisprotokollen und im Vergleich zu den dokumentierten Verletzungen per Foto keine entsprechenden Anzeigen bei Polizei gibt, keine entsprechenden Ermittlungen bei der Polizei gibt, ist allerdings auch ein Resultat davon, dass irgendwann aufgegeben wurde, überhaupt noch zu versuchen, da eine Anzeige gegen Neonazis zu erstatten, beziehungsweise die Polizei mit einzubinden in das Ganze. Konsequenz davon ist, und das ist ja nicht nur nachteilhaft, dass es zur Strukturierung auch innerhalb der Linken, innerhalb der antifaschistischen Szene kommt, Telefonketten, entsprechende Maßnahmen, Selbstschutzmaßnahmen und so weiter werden aufgebaut. Aus diesem Straßenterror heraus resultiert, dass in den Stadtteilen Lobeda und Winzerla sogar die Polizei nicht mehr in der Lage ist, das Ganze in den Griff zu bekommen. Das haben sie im Untersuchungsausschuss dann auch relativ freimütig eingestanden, dass dort die Neonazis ihre eigenen Rückzugsräume hatten in Jugendzentren, die mehr oder weniger in ihrer Hand waren und aus den Jugendzentren heraus Übergriffe stattfanden und in dem Moment, wo Polizei sozusagen auftaucht,
die Jugendzentren als Rückzugsräume und Schutzräume für die Neonazis dienen und es da auch kaum eine Chance gegeben hat, entsprechend gegenzuwirken. Das Ganze wird unterstützt durch den, ich nenne es mal im weitesten Sinne, ideologischen oder verschärft ideologischen Aufbau der Strukturen, und das nicht nur in Jena, sondern das kann man dann für Gesamtostdeutschland anlegen, dass sozusagen Kader aus den alten Bundesländern versuchen, ihre jeweils eigene Struktur in die neuen Bundesländer zu exportieren. In Thüringen ist das Jürgen Rieger, der das versucht, ist es allerdings auch Christian Worch, der dort versucht, die Strukturen mit aufzubauen, und ist es Michael Kühnen, der zumindest 92, 93, 94 diverse inhaltliche Veranstaltungen durchführt und sozusagen den Teil der Anti-Antifa mit aufgebaut hat. Aus diesen anfangs noch lose agierenden Gruppen wird dann ab 1994 die sogenannte Anti-Antifa Ostthüringen, heißt so die Hälfte Thüringens sozusagen, beginnt sich zu strukturieren. Anti-Antifa, glaube ich, brauche ich hier nicht unbedingt erklären, also das klassische Feindlisten erstellen mit entsprechenden Bewegungsdaten, mit Adressen, mit Fotos. Und dann eben auch resultierend aus diesen Listen die entsprechenden Übergriffe. Auf den Feindeslisten standen, auf den schwarzen Listen standen nicht nur Antifaschisten, sondern auch Bürgermeister, die sich damals gegen Neonazis zumindest verbal geäußert haben. Und das ist schon eine Besonderheit, weil der Großteil derjenigen, die in Verantwortungspositionen waren, haben versucht, das unter den Teppich zu kehren, weil Standortfaktor Ostdeutschland ist sozusagen in Konkurrenz, die einzelnen Bundesländer, die einzelnen Städte, und keine Stadt will in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht werden mit dem, was Neonazis machen, und dann eben auch den entsprechenden möglichen Schaden für den Wirtschaftsstandort hinnehmen. Anti-Antifa kann man eigentlich betrachten als den Vorläufer des Thüringer Heimatschutzes, und der ist ja, glaube ich, heutzutage sehr weit bekannt, ist letztlich die Dachorganisation, der es gelungen ist, ich glaube, 260 Neonazis in Thüringen zu bündeln. Bei den 260, das ist jetzt nicht unbedingt die große Zahl, aber das sind ja die Personen, die sozusagen an Führungspositionen sind, die aktiv dabei sind. Das sind noch nicht diejenigen, die mit auf Demos fahren, die mal auf einem Konzert auftauchen oder, sondern sind Personenkreise, die gefestigt sind und die auch entsprechend bereit sind, ihre Ideologie dann mit Gewalt oder was auch immer umzusetzen und durchzusetzen. Und am Beispiel des Thüringer Heimatschutzes lässt sich sehr schön darstellen, das V-Mann-System, was es rund um den NSU gegeben hat und was es ja heute auch in ähnlicher Form noch gibt. Tino Brandt, heute im Gefängnis sitzend wegen Missbrauchs von Kindern, in insgesamt 66 Fällen, Kindern und Jugendlichen. Tino Brandt kommt 1994 von seiner Ausbildung aus Franken zurück nach Thüringen und wird dort von zwei älteren Herren angesprochen, die ihn fragen, ob er bereit wäre, an einer Studie zum Thema politisches Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen teilzunehmen. Tino Brandt geht mit denen in eine Kneipe, also wenn jemand einen anspricht wegen einer Studie, immer Vorsicht sozusagen, geht mit denen in eine Kneipe und konfrontiert sie relativ bald damit, dass sie doch Mitarbeiter vom Verfassungsschutz wären und ihn als V-Mann wollen. Sie gestehen das auch ein. Tino Brandt sagt, er kann das jetzt nicht entscheiden, braucht noch Zeit. Sie sagen, ist okay, melde dich zurück, und geben ihm 200 Mark, die gehen auseinander. Tino Brandt ruft im Anschluss seinen Kameradschaftsführer in Franken an und erzählt ihm das, dass der Verfassungsschutz ihn versucht hat anzuwerben, und sein Kameradschaftsführer empfiehlt ihm das auch zu tun, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Man müsse ja nicht alle Informationen weitergeben, und man bekomme über diese V-Mann-Tätigkeit ja auch Einblicke in die Struktur der Sicherheitsbehörden und was die sozusagen machen, was für Kenntnisse die haben und so weiter und so fort. Sein Kameradschaftsführer ist zu dem Zeitpunkt schon V-Mann vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, und so zieht sich das quer durch den NSU-Komplex durch. Es sind aktuell 42 V-Leute im Umfeld des NSU-Kerntrios, von denen wir wissen, die an unterschiedlicher Stelle Unterstützungsleistungen begangen haben, B, Kenntnis darüber hatten, dass Waffen besorgt werden, wussten, wer die Wohnung für die drei organisiert und so weiter und so fort. Und zumindest Teile dieser Informationen sind an die diversen Geheimdienste in Deutschland weitergegeben worden, aber von dort nie an die Zielfahndung des Freistaates Thüringen, die sozusagen auf der Suche nach den dreien waren, um die festzusetzen.
Tino Brandt wird bis 2001 V-Mann bleiben, dann fliegt er auf. In dem Zeitraum erhält er 200.000 Mark Honorar, darüber hinaus diverse Handys, Rechner, Technik. Sein Auto wird in der Kfz-eigenen Werkstatt des Bundesamtes für Verfassungsschutz repariert, damit es fahrtüchtig ist. Und das Entscheidende, er wird durch den Verfassungsschutz vor Strafverfahren bzw. entsprechenden Ermittlungen geschützt. Heißt zum einen, wenn Durchsuchungsmaßnahmen bei Tino Brandt anstehen, ist der Verfassungsschutz am Tag vorher bei ihm und erklärt ihm, was am nächsten Tag besser nicht mehr da wäre. Und zum Zweiten, wenn Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft vorhanden sind, dann ist der Verfassungsschutz dort und erklärt der Staatsanwaltschaft, dass diese Ermittlungsverfahren zurückzustellen sind bzw. nicht vorrangig, nicht prioritär zu behandeln sind. Und das mündet dann darin, dass Tino Brandt bei 35 Strafverfahren wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, 86a und alles, was man so als Nazi macht, niemals eine Verurteilung bekommt. Die Staatsanwälte haben im Untersuchungsausschuss ausgesagt, ja, der Verfassungsschutz hat uns mehr oder weniger gesagt, wir sollten das lassen. Was in der Zeit, in der Tino Brandt V-Mann ist, den Thüringer Heimatschutz aufbaut, stellt sich natürlich die große Frage, hätte es den THS jemals ohne den Verfassungsschutz gegeben, weil ein Großteil der Mittel, die Tino Brandt als V-Mann-Honorar erhalten hat, fließt in den Aufbau der Neonazi-Szene. Was in dem Zeitraum passiert, ist eine zunehmende Ideologisierung der Szene, eine Strukturierung der Szene mit Einzelsektionen in den jeweiligen Städten. Das heißt, Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes hat dann eben Anführungspositionen Bönhardt und Mundlos und Ralf Wohleben ist sozusagen an zweiter Stelle der Sektion Jena. 1995 ist der erste öffentliche sozusagen ja, Auftritt des späteren so bekannten NSU. Einmal mit der Schändung des Mahnmals für die Opfer des Faschismus in Rudolstadt und zum zweiten mit dem sogenannten Puppentorso. Das ist eine lebensgroße Puppe mit Davidstern, die an einer Brücke in der Nähe von Jena abgehangen wird. Und zwar in der Nacht, bevor Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden, auf dem Weg nach Buchenwald ist und diese Strecke nehmen wird, so zumindest die Informationen, die vorliegen. Die Polizei stellt es fest und die Polizei stellt dann dort auch erste halbe Fingerabdrücke fest und kommt sozusagen auf die drei, beziehungsweise auf Mundlos und Beate Zschäpe. Auf Beate Zschäpe kommen sie, weil sie in der Nähe der Brücke einen leeren Sektkarton finden und der Überzeugung sind, das könnte sozusagen ihr mit zuzurechnen sein. Resultierend daraus beginnen dann sozusagen konzentriertere Ermittlungen gegen die Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes. Hintergrund ist, dass weitere Verfahren dazukommen. Zum einen die Sprengstoffkoffer, das heißt Hakenkreuzkoffer mit 10 Gramm, 20 Gramm TNT drin und dann eben auch die Briefbombenattrappen, die an die Lokalzeitungen in Jena gehen. Die Polizei beantragt daraufhin eine vierwöchige Observation, um festzustellen, wo wird es denn alles hergestellt, wer ist denn da alles mit daran beteiligt. Die führen sie aber nicht durch, sondern am Ende nur 3 Tage und diese 3 Tage auch nicht am Stück und auch nicht mit demselben Personal, sondern ja, sind halt ein paar Tage dazwischen und einmal ist der Polizeibeamte von dort und einmal der von da sozusagen eingesetzt. Die erklären das heute damit, dass sie Personalmangel gehabt hätten und in Anschluss übergeben sie die Observationsmaßnahme an das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Und das führt sozusagen die Observation der drei, beziehungsweise auch von Wohleben und André Kapke weiter. Für die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, es gibt ein Trennungsgebot in Deutschland zwischen dem, was Verfassungsschutz und dem, was Polizei machen darf und machen kann. Und das Trennungsgebot ist an der Stelle komplett ausgehebelt worden und bis heute stellt sich die Frage, warum. Weil wenn Personalmangel gewesen wäre, hätte man eigentlich eher Personal eines anderen Bundeslandes beigezogen, also von der dortigen Polizei, als den Verfassungsschutz mit einzubinden. Hum wie num, dem Thüringer Verfassungsschutz gelingt es in seiner maßlosen Kompetenz innerhalb von wenigen Stunden festzustellen, wo die Sprengstoffkoffer hergestellt werden, nämlich in der sogenannten Garage von Beate Zschäpe. Das schreiben sie auch in ein entsprechendes Dokument. Das bekommt eine Geheimhaltungseinstufung, wie das halt so ist beim Verfassungsschutz und geht die Information als solches, geht aber an die Thüringer Polizei.
Aus diesem Dokument geht hervor, dass die Garage von Beate Zschäpe angemietet ist, aber von Mundlos und Böhnhardt mitgenutzt wird. Das ist sozusagen der einzige Nachweis dafür, dass alle drei Nutzer dieser Garage sind. Und daraufhin beantragt dann die Thüringer Polizei eine Durchsuchungsmaßnahme, die dann am 26. Januar 1998 durchgeführt wird in der Garage, in den Wohnungen und auch in dann später zumindest in Ilmenau, da wo Uwe Mundlos noch ein Studienzimmer sozusagen hatte. Da geht alles schief, was noch schief gehen kann. Am Tag der Garagendurchsuchung, die Garage hat ein Schloss, von dem die Polizei vorher nichts weiß. Sie haben keine Möglichkeit, das Schloss zu öffnen. Sie rufen die Feuerwehr, es ist kein Notfall. Die Feuerwehr lässt sich demzufolge Zeit, kommt anderthalb Stunden später. In der Zeit ist die Durchsuchungsmaßnahme bei Böhnhardt schon beendet. Böhnhardt wird aus der Durchsuchungsmaßnahme trotz eines offenen Haftbefehls entlassen. Und als er entlassen ist, öffnen sie die Garage und finden vier fertig gebaute Rohrbomben, 1,4 Kilogramm TNT, Unmengen an Dokumenten und die sogenannte Telefonliste von Uwe Mundlos, auf der 40 Neonazis stehen und unter den 40 Neonazis mehr als 15 Unterstützer und unter den 15 Unterstützern vier V-Leute. Allerdings entscheidet das Bundeskriminalamt, das hinzugezogen wird, um das Ganze sozusagen zu bewerten, dass weder die Telefonliste noch sonstige Materialien, die gefunden werden, in irgendeiner Form relevant wären, um herauszufinden, wo sich die drei aufhalten. Und es verschwindet für 14 Jahre in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Gera und wird im Juni 2012 das erste Mal ausgewertet. Ich meine ja, wenn man das damals Antifaschisten in die Hand gegeben hätte, hätten die innerhalb von einer Woche gewusst, wo die drei sich aufhalten. Okay, zwei Wochen. Aber zumindest wären die zeitnah an die Personen herangetreten, die nicht irgendwelche Personen sind, sondern unter anderem Führungspersonen von Platten Anna in Thüringen und in Sachsen. Dann sind wir sozusagen bei 1998, Untertauchen und in den Jahren bis 2001, soweit ist es zumindest nachweisbar über die Untersuchungsausschüsse und über den Prozess, gibt es diverse Unterstützungsmaßnahmen durch V-Leute, gibt es aber auch diverse Unterstützungsmaßnahmen durch weitere Neonazis. Und es gibt Finanzübergaben durch das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, die zum einen 7 Exemplare des antisemitischen Pogromli-Spiels kaufen, über das sich der NSU in der ersten Zeit finanziert und darüber hinaus 1.500 Mark zur Verfügung stellen, damit die drei sich, damit den dreien gefälschte Pässe organisiert werden können. Um das ein Stück weit von Thüringen zu lösen und klarzumachen, dass es da eigentlich um alle Bundesländer geht und auch um alle Sicherheitsbehörden in Deutschland, zumindest ein weiteres V-Mann-Beispiel von Michael See. Der ist der V-Mann Tarif, einer von denen, dessen Akten am 11.11.2011 in Köln im Bundesamt vernichtet wurden. Michael See wird ab 1994 V-Mann für das Bundesamt werden und Michael See hat nach seiner Enttarnung eingestanden, dass über ihn versucht wurde, die drei ins Ausland zu bringen. Das hätte er auch dem Bundesamt mitgeteilt, aber das Bundesamt hätte gesagt, er solle sich da nicht weiter drum kümmern. Stellt sich natürlich die große Frage, glaubt man jetzt einem V-Mann oder glaubt man dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die alle sagen, der lügt und das würde ja nicht stimmen. V-Leute sind nicht irgendwelche, sondern sind mindestens gefestigte Neonazis und zumindest in großen Teilen sind diejenigen, die über den NSU-Komplex aufgeflogen sind, auch massive Gewalttäter. Ich glaube, das trifft es noch nicht mal ganz. Michael See schlägt 1991 mit zwei weiteren Neonazis einen Vater und einen Sohn zusammen. Die beiden sind danach für einer einen Monat, der andere zwei Monate im Koma im Krankenhaus mit Atemaussetzern, mit allem, was es nur so gibt. Bei dem Sohn ist kein Gesicht mehr erkennbar, und also keine Struktur im Gesicht mehr erkennbar, weil Michael See unter anderem, wie er in seiner eigenen Aussage zugibt, gezielt zugetreten hat. Und jetzt Zitat, dabei traf ich vor allem den Oberkörper, Brust und Rücken und das Gesäß der Person. Das Gesicht traf ich auch, aber nicht so oft, vielleicht 1 bis 2 Mal. Ich muss dazu auch sagen, dass ich Schnürstiefel mit Stahlkappen trug. Die Stahlkappen befinden sich vorn am Schuh. Sicherlich habe ich beim Treten auch mit der Stahlkappe getroffen.
Die beiden Personen, auf die wir eintraten, haben sich dabei nicht gerührt. Ich hörte von diesen weder ein Schreien noch ein Jammern. Sie lagen eben nur so still da und wir traten auf diese ein, ohne dass diese beiden Getretenen irgendwelche Reaktionen zeigten. Warum ich das tat, kann ich selbst nicht mehr sagen. Auf alle Fälle war ich aber nicht so betrunken, dass ich nicht mehr wusste, was ich mache. Ich konnte mich konkret erinnern, dass die Personen wie Assis aussahen. Ich meine damit, dass sie einen ungepflegten und dreckigen Eindruck auf mich machten. Das sozusagen einer der V-Leute, der angeworben wird, der dann auch dafür verurteilt wird, der allerdings niemals für die Tat wirklich bestraft wird oder zumindest eine wirkliche Strafe erfährt. Der Vater stirbt 3 Jahre später. Der Sohn ist bis heute in Pflege, nicht mehr in der Lage, für sich selber zu sorgen. Das Schmerzensgeld, was Michael See zahlen sollte, konnte er angeblich nicht zahlen, weil er ja kein Geld und keinen Job hatte. Und dass er damals schon beim Bundesamt für Verfassungsschutz Unsummen kassiert hat und das Bundesamt wusste, dass er eigentlich Strafzahlung zu leisten hat, also eine Schmerzensgeldklage zu erfüllen hat, fällt dann eben hinten runter, wenn es darum geht, Quellen zu schützen und wenn es darum geht, Informationen zu erhalten. Genau, der Großteil der Unterstützung in den Zeiten des Untergrundes kommt von Platten Anne. Und um auch damals wieder klar zu machen, dass wir sozusagen nicht nur in der Geschichte reden, ja, Platten Anna ist seit 2001 in Deutschland verboten, aber sagen ja von sich selber trotz Verbot nicht tot und sind bis heute weiterhin aktiv. Es gab jetzt erst letzte Woche ein größeres Combat 18-Treffen in der Nähe von Dortmund. Combat 18 ist der bewaffnete, der militante Arm von Platten Anna, der in den 90er Jahren schon exakt die Form von Anschlägen mit Nagelbomben und auch die Form von Erschießungen, Ermordungen durchgeführt hat, wie es dann ab dem Jahr 2001 das NSU-Kerntrio in Deutschland machen wird. Allerdings spielt das zumindest für Polizei- und Verfassungsschutzgeheimdienste keine Rolle, weil Platten Anna ist eine internationale Neonazi-Musikorganisation. Genau, jetzt sind wir im Jahr 2001 und neben den Unterstützern aus Platten Anna, Thüringen und Sachsen ist ja explizit dann nochmal die Unterstützerszene in Zwickau zu sehen. Genau, Zwickau, unser Demo-Ort. Genau, Zwickau eignet sich ganz gut, um dort in den sogenannten Untergrund zu gehen. Auch so ein Wort, was man nochmal überdenken kann, wenn man vom NSU und deren Lebensumständen sozusagen spricht, weil die fügen sich einfach ganz normal ein in ihre Nachbarschaft und werden eben auch in Zwickau erstmal von Neonazis unterstützt, unter anderem von André Emminger und seiner Frau Susanne Emminger. André Emminger sitzt vor Gericht auch als Angeklagter, als Unterstützer, seine Frau nicht. Warum sozusagen auch immer, obwohl sie sozusagen ganz ähnliche Unterstützungsleistungen gemacht hat. André Emminger kommt sozusagen aus dem Erzgebirge und hat zusammen mit seinem Bruder Mike die Weiße Bruderschaft Erzgebirge gegründet, auch so eine Neonazi-Kameradschaft. Also auch er ist sozusagen so ein sogenannter Führungskader in der Nazi-Szene und auch nicht irgendwer. Der besucht die mindestens einmal die Woche, seine Frau ähnlich, und unterstützt die sozusagen mit allem und ist aber gleichzeitig natürlich auch ja höchstwahrscheinlich im Auge der Sicherheitsbehörden, und da ist sozusagen auch die Frage, okay, warum haben die diese 3 nicht gesehen, mit denen er da mindestens einmal die Woche unterwegs ist. Also das geht so weit, zum Arschner komme ich gleich, das geht so weit, dass die beiden Uwes denen beim Umzug helfen, als die Emmingers umziehen, und dass André Emminger auch einmal gemeinsam mit Beate Zschäpe zur Polizei geht, nämlich als Beate Zschäpe aussagen soll zu einer Überschwemmung im Haus, also in der Polenstraße, wo sie erst gewohnt haben. Und in diesem Haus wurden sozusagen eine Wohnung drüber die Wasserhähne aufgedreht, es gab eine Überschwemmung, die Polizei kommt und Beate Zschäpe wird als Susanne Dienelt, glaube ich, vorgeladen, kommt dann aber mit dem Ausweis von Susanne Emminger dorthin, zusammen mit André Emminger, die stellen sich als Paar sozusagen vor, sagen dort bei der Polizei zu dieser Überschwemmung aus und gehen dann wieder. So, also eine weitere Geschichte zu Emminger ist, dass seine EC-Karte, er hat Geld abgehoben im relativ direkten Zeitzusammenhang mit dem Anschlag in der Kolbstraße. Und André Emminger ist wirklich bis heute überzeugter Nazi, der kommt in entsprechender Kleidung zum Prozess, der hat
entsprechende großflächige Tätowierungen von SS-Totenköpfen und Dai Ju Dai auf dem Bauch und so weiter, dass André Emminger den unterstützt und Ralf Marschner. Ralf Marschner, von dem ist zusätzlich bekannt, dass er V-Mann ist, und zwar V-Mann Primus, und der wartet dann sozusagen, er wartet die auch schon in Zwickau, und wie herausgefunden wurde, gibt er den mutmaßlich auch Jobs, und zwar mindestens einem Uwe in seinem Baugewerbe und Beate Zschäpe so heißt das Wort, in einen seiner Klamottenläden, und zwar auch nicht irgendein Klamottenladen, sondern Nazi-Klamottenladen. Also auch da sozusagen aus dem Untergrund als gesuchte Nazi, Nationalsozialistin sozusagen dort zu arbeiten, relativ riskant, aber klappt offensichtlich. Und bei Marschner ist auch so, dass über seine Baufirma im zeitlichen Zusammenhang mit zwei Morden auch Autos angemietet wurden. Genau, das ist sozusagen etwas, was man noch weiter entsprechend untersuchen muss und auch gucken muss, hat er sozusagen als Quelle Primus das gemeldet. Aber das ist das gut vernetzte Nazi-Netzwerk, was den NSU dort auffängt. Und genau, hier wird mir gerade nochmal gezeigt von November 2011, und zwar unter seinem Facebook-Namen Rolf Rollig, schreibt dort Ralf Marschner, trink ordentlich, heil NSU, hahaha. Und das ist eben am 18. November 2011, also das heißt, er bezieht sich auch bis heute drauf, obwohl er in seiner einen Vernehmung, soweit ich weiß, gesagt hat, er kennt die eigentlich nicht. Gut, das sind die einen, die die auffangen. Die anderen, wo sich sozusagen gut integrieren, ist die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft in der Polenzstraße beispielsweise ist porträtiert worden, auch in TV-Dokumentationen. Die mussten auch beim Prozess aussagen. Und in diesen beiden Zusammenhängen wird es klar, dass das eine Nachbarschaft ist, in der man sich jetzt als Neonazi oder als Rassist, Rassistin auch nicht groß verstellen muss. Also wenn dort wurde dann immer mal ein bisschen gepiekt und dann kommen dann ganz schnell solche Aussagen, dass ja sozusagen, wenn Ausländer hierher kommen und dem Staat auf der Tasche liegen, das würde man ablehnen, sozusagen das mal in der soften Version ausgesprochen, kommen schnell solche Aussagen, oder auch, man wäre ja auch nach dem Auffliegen des NSU so allein gelassen worden, das wäre so schwierig gewesen, weil man diese Freundin Beate Zschäpe ja verloren hätte, aber da kamen ja auch keine Psychologen, aber zu den Angehörigen der Mordopfer, da wären ja Psychologen gekommen und so weiter. Bei einem dieser Bewohner wurde auch etwas weiter nachgebohrt und es zeigte sich, dass er auf Facebook auch so Nein zum Heim-Seiten liked. Also das wird dort aber als normal angesehen. Er wird nach seiner politischen sozusagen Gesinnung gefragt. Er sagt so normal und unpolitisch, und das gilt dort also als normal und unpolitisch. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sie sich dort nicht groß verstellen mussten. In der Frühlingsstraße, wo sie dann hinziehen, steht im Partykeller des Nachbarns ein Hitler-Porträt, was ihn an seinen Großvater erinnert. Also auch dort, wenn man dort mal sozusagen etwas Rassistisches sagt, fällt man sicherlich nicht auf, vielleicht eher, wenn man das nicht tut. Und genau auf diesen Zusammenhang will auch die Demo sozusagen aufmerksam machen, weil die Demo hat den Fokus, oder ein Fokus darauf ist, die Gesellschaft hat den NSU auch mitgetragen. Es ist nicht nur der VS, es sind nicht nur die rassistischen Ermittlungen der Polizei oder irgendwie die rassistische Berichterstattung, sondern es ist auch eine Gesellschaft, die von Rassismus geprägt ist, sodass denen das nicht auffällt, dass so berichtet, so ermittelt wird, dass die vielleicht die Morde noch nicht mal mitbekommen, dass niemand auch in der Linken es mitbekommt, als die Betroffenen versuchen, ihre Stimme zu erheben, spätestens ab 2006, wo sie dann auch zwei Demonstrationen machen unter dem Motto kein zehntes Opfer, wo auch darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass es vielleicht einen rassistischen Hintergrund hat. Das hat sozusagen, haben dann alle erst ab 2011 im Grunde mitbekommen und nicht schon 2006. Auch 2004 wäre so eine Gelegenheit gewesen, wo Anwohnerinnen der Kolbstraße nach dem Anschlag ganz viel auch öffentlich in Zeitungen gesagt haben, wir glauben, das waren Neonazis, die uns hier angegriffen haben. Und auch das findet sozusagen keinen Resonanzboden, auch in
Teilen der Gesellschaft, die sich eigentlich entsprechendes auf die Flagge geschrieben haben, sowas auch mitzubekommen. Also das ist sozusagen etwas, worauf die Demo aufmerksam macht und wir glauben eben, oder aufmerksam machen möchte, und wir glauben eben, dass das in Zwickau alles als Wohnort, als Zuhause des NSU, wo die sich wohlgefühlt haben und auch sozusagen zu Recht wohlgefühlt haben, alles sich zuspitzt, wie die Gesellschaft den NSU getragen hat. Also das, genau, und deswegen am Jahrestag sozusagen, oder einen Tag nach dem Jahrestag, weil es ein Samstag ist, 5.11. nach Zwickau und jetzt sozusagen weiter in der NSU-Chronologie. Naja, nicht ganz, sondern ich springe gleich ins Jahr 2011, nachdem der NSU sich selbst enttarnt hat, das ist so zumindest meine Sprache zu dem Ganzen, dass es keine Aufdeckung war durch besonders gute Polizeiarbeit oder Sonstiges, sondern dass sozusagen eine Eigenentscheidung letztlich stattgefunden hat, kommt es in Jena als Stadt 1 der Täter und in Zwickau als Stadt 2 der Täter zu unterschiedlichen Formen, um sozusagen sich als Stadt und als Stadtgesellschaft davon ein Stück reinzuwaschen. In Jena gibt es am 2. Dezember, das heißt nicht mal vier Wochen, nachdem man weiß, drei Menschen aus Jena, drei Nazis, die untergetaucht sind, sind für die Morde an 10 Menschen verantwortlich. Ein großes Rock gegen Rechts, organisiert von Sigmar Gabriel und Udo Lindenberg. An dem Tag legt die Uni ein Dies Academicus ein, damit sozusagen die ganzen Studenten auch anwesend sind bei dem Konzert. Die Bahn setzt Sonderzüge ein, damit aus allen Teilen Thüringens Personen mit teilnehmen an dem Konzert. Es gibt Sonderbusse aus den Dörfern rings um Jena herum und die Schulen beenden ihren Unterricht mittags. Am Abend sind dann ca. 50.000 Leute bei diesem Konzert. Auf dem Konzert machen Nazis den Sicherheitsdienst und es gibt in den Akten, die im Prozess vorliegen, Absprachen unter den Neonazis inklusive Ralf Wohlleben, die überlegen, ob sie zu dem Konzert gehen, weil es ja kostenfrei wäre. Das allerdings, glaube ich, 2 Wochen vor dem Konzert und Ralf Wohlleben sagt, nee, er glaubt nicht, dass es gut wäre, wenn er dort auftaucht, und sind aber am Ende A, die Sicherheitsleute da, unter denen sich Neonazis befinden, und B, im Publikum 50 bis 100 Nazis, die zumindest durch Antifas dort erkannt oder identifiziert wurden. Auf dem Konzert selber gibt es immer wieder mal die Möglichkeit für Politgruppen oder politisch aktive Menschen etwas zu sagen, aber bitte nicht länger als 2 Minuten, weil Clueso und Lindenberg und noch so ein paar andere Schlagerstars oder Musiker dort natürlich das Entscheidende für das Publikum sind. Und diejenigen, die es wagen, am 2. Dezember 2011 die ganzen Abläufe in Frage zu stellen, zu fragen, inwieweit hängt dort der Verfassungsschutz mit drin, was hat die Gesellschaft damit zu tun, die werden vom Publikum ausgebuht als Kommunisten, dreckige Kommunisten, die von der Bühne verschwinden sollen, damit endlich Udo Lindenberg singen und auftreten könne. Das ist sozusagen Jena. Nach dem Konzert gab es auch Erklärungen durch Stadtverantwortliche, dass Jena ja eine nazifreie Stadt wäre. Das hat man mit einem Rock gegen Rechtskonzert, klärt man das relativ einfach sozusagen. Kann man sich ja mal für Hamburg und für andere Städte merken, einfach ein Großkonzert organisieren. Das Ganze kostet, ich glaube, 70.000 Euro, die allein durch das Land Thüringen finanziert werden. Und das war sozusagen, damit endete in Jena bis Ende 2012 die Auseinandersetzung mit dem NSU und mit der eigenen Verantwortung. In Zwickau gab es am 12. Dezember 2011 eine erste öffentliche Veranstaltung in Form einer Podiumsdiskussion, auf der war unter anderem die Oberbürgermeisterin Frau Findeis vertreten. Die war ja jetzt erst vor 2 Monaten auch im sächsischen Untersuchungsausschuss und hat dort geklagt, wie schlimm das ist, dass Zwickau als die Terrorstadt, als die NSU-Stadt und so weiter bezeichnet wird. Das hätte massive Schäden gehabt, sowohl im wirtschaftlichen Sinne als auch für die Stadtgesellschaft. Sie hat kein Wort über die Opfer verloren, kein Wort darüber verloren, welche Anteile möglicherweise auch Zwickau daran hat, dass sich der NSU dort über ein Jahrzehnt ungestört aufhalten konnte. Und die Sorge oder das Anliegen von der Oberbürgermeisterin und ich bin der Überzeugung auch von großen Teilen der Stadtgesellschaft war zumindest Ende 2011 auch so einen Rock gegen Rechts zu bekommen wie Jena.
weil das würde ja zum Image der Stadt positiv beitragen, und B, entsprechende finanzielle Mittel zu bekommen, um das Haus in der Frühlingsstraße abreißen zu lassen, damit es nicht zu einem Wallfahrtsort der Neonazis wird. Was keine Rolle gespielt hat, ist, dass es kurz nach Enttarnung des NSU in einem Neonazi-Laden in Zwickau Pink Panther-T-Shirts zu kaufen gab, ja, sozusagen eine Positivbezugnahme auf das Bekennervideo des NSU, und zum Zweiten, dass Anfang Dezember 2011 mehrere Graffitis auftauchten mit Heil NSU, gelobt sei der NSU, an Stromkästen auch in Zwickau. Das hat sozusagen keinerlei Rolle gespielt, und bis heute gibt es in Zwickau keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was dort geschehen ist, B, auch eine Form der, ich nenne es jetzt mal, Gedenkkultur vielleicht zu etablieren, um auch den Opferangehörigen zu zeigen, wir übernehmen zumindest einen Teil Verantwortung für das, was wir als Stadt, Stadtgesellschaft vielleicht auch falsch gemacht haben, sondern kontinuierlich sozusagen das Betonen einer eigenen Opfermentalität, weil man selber ja massiv Leid durchgemacht hat, seitdem Zwickau als Stadt der Täter, als Stadt des NSU-Kerntrios bekannt ist. Um auch nochmal an Caro anzuschließen, dass sie sagt, oder was ja auch stimmt, dass ein Teil der Nachbarn die sogenannten Nein zum Heim-Websites oder Facebook-Gruppen oder wie auch immer mag oder liked oder wie, auch, ja, wie man das auch immer nennt. In Thüringen ist es so, dass ein Großteil der Personen aus dem Thüringer Heimatschutz, das sind heute die so Mitte 40-Jährigen, Anfang 40, Mitte 40-Jährigen, mittlerweile in die Organisation der rassistischen Mobilmachung gegen Unterkünfte eingebunden sind, selber Aufmärsche gegen Unterkünfte mitorganisieren, beziehungsweise das Ganze zumindest strukturell mit unterstützen, sei es durch Geld, durch Flyerdruck oder eben auch durch das zur Verfügung stellen von Lautsprecherwagen. Das heißt, die Personen, über die man so in der Vergangenheit redet, sind nicht weg, sondern die sind immer noch da und sind halt jetzt an anderen Stellen, in anderen Funktionen, und deren Kinder übernehmen mittlerweile den Versuch, wieder, ich nenne es mal, ein Stück Terror auf den Straßen auszuüben. Saalfeld, die Heimatstadt des Thüringer Heimatschutzes, gerät mittlerweile in Thüringen, glaube ich, mindestens einmal wöchentlich in die Nachrichten, weil es Übergriffe auf Geflüchtete oder eben auch auf Antifaschisten gibt und da zum Teil auch mit Messerstechereien, also Nazis stechen mit Messern auf Antifaschisten ein, agiert wird. In Saalfeld selber sind dann die Personen auch wiederum keine Unbekannten, beziehungsweise darüber hinaus, weil das Schweizer Nazi-Konzert, was jetzt vor einer Woche stattgefunden hat, haben vielleicht einige auf dem Schirm, wurde durch Saalfelder Neonazis, die wiederum in der Soli-Gruppe für Ralf Wohleben sind, Freiheit für Wolle, die Gelder sammelt, die CDs druckt, die T-Shirts erstellt, die im Prozess begleitet und so weiter und so fort. Das sind die, die dieses riesen Rechtsrock-Konzert organisiert haben. Und bei dem Konzert selber ist ein großer Teil der ehemaligen Führungsszene des Thüringer Heimatschutzes mit anwesend gewesen. Kann man auf Fotos sehr gut nachvollziehen. Das heißt, wir reden absolut nicht über Geschichte, sondern wir reden über eigentlich etwas, was immer noch stattfindet. Viele Ähnlichkeiten an die 90er Jahre hat, mit dem Unterschied im Vergleich zu Anfang der 90er Jahre, fehlt zumindest sehr weitgehend eine gesellschaftliche Empörung über das, was aktuell stattfindet. Die Demo soll natürlich auch die rassistische Mobilisierung mit in den Blick nehmen. Also das heißt, auch der Aufruf beschreibt, dass sozusagen das nicht weg ist, sondern wir uns eben in einer Situation der rassistischen Mobilisierung befinden, dass aber auch die NSU-Aufklärung in einer Situation der rassistischen Mobilisierung stattfindet. Und das bedeutet zum Beispiel eine sehr bewusste, sehr selbstbewusste Neonazi-Szene, die dort beim Prozess auftritt, die dort lügen, die, wie gesagt, sehr selbstbewusst auftreten, beispielsweise auch als Zuschauer, Zuschauerin dieses Prozesses dann runterwinken zu Wohlleben, weil sie ihn beispielsweise seinem Geburtstag besuchen und ja, einfach sehr selbstbewusst die Aufklärung verhindern. Das mag mehrere Gründe haben, aber natürlich wird jetzt einer Neonazi-Szene aus allen Ecken und Enden der Rücken gestärkt für so etwas. Das bedeutet aber auch, dass man die AfD in Untersuchungsausschüssen mit sitzen hat, die ja jetzt durch die rassistische Mobilisierung auch mit nach oben geschwemmt wird. Also auch da spielt das natürlich mit rein. Und natürlich sind wir uns als
sozusagen Demo-Orga bewusst und nehmen das eben auch in den Fokus, dass es auch um die rassistische Mobilisierung geht. Es gibt ja zwei Demonstrationen, die sozusagen von uns vorher unterstützt wurden. Einmal zum Jahrestag in Heidenau, wo eine Antifa-Demo stattgefunden hat, und auch zum Tag der Deutschen am 3. Oktober, ich habe vergessen, wie der offiziell heißt, in Dresden. Das wurde, genau, Tag der Deutschen Einheit. Wurde also auch unterstützt, in so einem Dreischritt nach Sachsen zu gehen. Einmal die rassistische Mobilisierung im Blick, einmal ganz Deutschland im Blick und dann sozusagen etwas, worin sich das Ganze zuspitzte und auch durchaus wieder zuspitzen kann, nämlich den NSU. Also das ist sozusagen, das ist der thematische Bogen, den das Bündnis irgendwo in Deutschland da spannen möchte und eben nicht nur diese Demonstration. Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen mit Jeremia vom Irgendwo in Deutschland Bündnis. Ihr habt ja schon jetzt zwei Mobilisierungsveranstaltungen gehört zu der Demonstration. Nächste Woche, 5.11. in Zwickau, 14 Uhr, kein Gras drüber wachsen lassen. Die Demonstration, und wir wollten heute darüber sprechen, ja, welche Gründe es eigentlich gibt, nach Zwickau zu gehen, um dort eine Demonstration zu machen. Also ganz offen angesprochen, da gibt es nämlich eine Menge, die nicht nur mit dem NSU zu tun haben. Wohl wahr. Vielleicht als erstes, um den Werbeblock, den du gerade hier schon begonnen hast, zu Ende zu machen, oder um, falls euch interessiert, was wir hier heute besprechen, wir fahren aus Hamburg und Berlin mit Bussen nach Zwickau. Dafür beide gibt es noch Karten aus Leipzig, aus Dresden, und ich glaube auch aus anderen Städten gibt es Zuganreisen, die sich organisiert haben. Da lohnt es sich bestimmt auch, auf unserem Blog irgendwo in deutschland.org oder tagesaktuell auf unserem Twitter-Account @irgendwoin.de nachzuschauen. Da wird man fündig, wenn man sich auf den Weg machen will. Ich dachte, wir gehen so ein bisschen von der Zelle NSU über. Wie ist es denn eigentlich danach damit? Wie sieht es gerade aus mit rassistischen Mobilisierungen, mit aktiven Neonazis? Und versuchen das nicht so ausschweifend als halbe Stunde Textinput, sondern vielleicht ein bisschen überblicksmäßiger. Bitte vergebt uns dann natürlich Verkürzungen, aber so war unser Gedanke gerade vor dem Gespräch. Zwickau ist eine mittelgroße Stadt in Sachsen, ist damit erstmal natürlich, wir haben das in unserem Aufruf geschrieben, ist Zwickau die sächsische Spezifik eines gesamtdeutschen Problems, also über die rassistische Mobilisierung, über die Terrorgruppen, über Anschläge, über Demonstrationen gegen Geflüchtetenunterkünfte werdet ihr hier in der Sendung ja ausführlich genug berichtet oder informiert. Und da ist Zwickau vielleicht so ein Schmelztiegel auf eine Art, oder da findet sich ganz viel, was man bundesweit kritisiert, und in Zwickau findet man ganz viel auf einen Schlag. Zwickau ist natürlich vor allem erstmal Grund der Demonstration ganz klar die Selbstenttarnung des NSU vor mittlerweile dann exakt 5 Jahren und eben der Ort, an dem die Nazi-Terroristen die längste Zeit leben konnten, während sie ihren Taten nachgingen, die Zeit, die sie auch ungestört, soweit ich das zumindest weiß, verbringen konnten in den zwei verschiedenen Wohnungen? Drei. Die Frage des Untergrundes wurde ja schon häufig genug in Fragezeichen oder in Anführungsstriche gesetzt. Da gibt es ja immer wieder diese Punkte, man erinnert sich immer wieder gerne an die NachbarInnen, entweder aus dieser Dokumentation, wo die liebe Beate, die Nachbarin, beschrieben wird, bei der man sich das ja gar nicht vorstellen kann und sich so ganz doll um die sorgt. Da gibt es diesen Nachbarn, der im Prozess darauf angesprochen wird, dass er dieses Hakenkreuzbild oder Hakenkreuzfahne, ich weiß nicht. Ein Hitlerbild in seinem Partykeller. Der Partykeller, also der Ort, an dem sich die Nachbarschaft regelmäßig zum Trinken trifft. Man muss sich das ja auch immer in seiner kompletten Gegenwart vorstellen. Das ist also quasi der Nachbarschaftstreff, und da steht das Hitlerbild und darauf angesprochen wird gesagt, naja, das erinnert mich halt eben an meinen Onkel, glaube ich, oder so, ne? Großvater. Ja. Aber auf jeden Fall zeigt sich da schon die Normalität, oder da braucht es nicht viel, um
in solch einer Gesellschaft als Nazi als nicht normal aufzufallen, muss man, glaube ich, mehr machen, als Nazi zu sein. Und da gibt es weitere Beispiele, wie es gibt diesen Jutesack mit einem Hakenkreuz, der in der Wohnung hing bei einem der Nachbarn. Es gab einen, derselbe Nachbar fährt einen Kübelwagen mit eisernem Kreuz durch die Gegend. Dann gab es diese Nachbarin, die die politische Einstellung ihres Mannes als normal bezeichnete. Dieser hatte dann ein Paulchen-Panther-Bild, also die Hauptfigur des NSU-Bekenner-Videos auf seiner Facebook-Seite und dazu eben weitere schwarz-weiß-rote etc. Nazi-Insignien. Also normal in Zwickau, zumindest in der Frühlingsstraße, kann man das relativ deutlich sagen, war eh ein Begriff, unter den die Nazi-Terroristen gut passten. Wenn man sich das dann danach anguckt, oder dann hätte man halt irgendwie sowas wie so eine rechte Bevölkerung, über die man sprechen muss. Wenn man sich den Umgang der Stadt mit dem NSU, also eben in den letzten 5 Jahren anguckt, dann sieht man halt eben, wie die scheinbaren, oder die wie eben so eine, ja, wie würde man das sagen, wie eben die politische Kaste dann eben darauf reagiert, dass Zwickau nun plötzlich in den Fokus Deutschlands mal gerät. Und da gibt es wirklich also an furchtbaren Zitaten, die man sich aneinanderreihen kann, kaum genug. Die OB Findeis wendet sich, ich glaube, das ist wirklich der furchtbarste Punkt, ans Bundeskanzlerinnenamt, um durchzusetzen, dass nicht mehr von der Zwickauer Terrorzelle gesprochen werden möge, denn das würde ja ihre Stadt, wie würde man sagen, das würde ihre Stadt in den Dreck ziehen. Es gibt einen Sprecher der Stadt, der sagt, hier Matthias Merz, wir sind nicht die Stadt der rechten Terrorzelle, sondern die von Robert Schumann und Max Pechstein und mit dem größten produzierenden Unternehmen in Ostdeutschland, dem VW-Konzern. Das ist ja auch wieder, da zeigt sich so eine Geschichtsrevision gleich doppelt, weil da geht es dann ja nicht nur darum, den Makel des NSU als Mitbewohner loszuwerden, sondern man brüstet sich auch noch gleich mit einem der Nazi-Konzerne überhaupt, Volkswagen, gegründet, um den Kraft-durch-Freude-Wagen zu produzieren, mit Zwangsarbeit, mit KZ. Also es ist wirklich, ja, man kommt da zusammen. Zwickau sei unverschuldet in etwas Großes geraten, gibt es noch als Zitat von der Findeis, hier gab es keine Opfer, wieso sollte es so eine Kundgebung, gemeint ist eine Kundgebung in Erinnerung an die Opfer des NSU, hier bei uns geben? Da ist, glaube ich, so ein bisschen klar, wir reden also über Erinnerungsabwehr, über Geschichtsabwehr, das zeigt sich dann auch in der Praxis. Ein Schulprojekt über den NSU wurde zunächst vom Versuch zu blockieren, als das dann nach so ein bisschen öffentlicher Aufregung, bundesweiter Aufregung, nun doch realisiert werden sollte, ist nun die AfD dabei zu versuchen zu verhindern, dass es eben dieses Schulprojekt gibt. So vielleicht im Groben die Stimmung zum NSU. Dann hätten wir vielleicht noch als so ein Zwischenschritt oder eben zu den BürgerInnen. Es gibt eine große rassistische Anti-Asyl-Bewegung. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Sternenmarsch gegen neue Geflüchtetenunterkünfte. Es gab mehrere Demos mit über 1000 TeilnehmerInnen, die sich ebenfalls gegen Geflüchtete gerichtet haben. Dabei agieren dort die Identitären, aber eben auch andere Nazi-Gruppen Arm in Arm mit besorgten BürgerInnen, wie sie sich ja immer so schön nennen. Dabei gibt es dann eben auch Bedrohungen und Angriffe auf KommunalpolitikerInnen, also zum Beispiel die bereits erwähnte Frau Findeis, deren Haus wurde auch schon von Nazis mit Steinen beworfen, sie wurde rassistisch, sexistisch verunglimpft. Nichtsdestotrotz hat sie sich auch schon mit diesen Anführern dieser Anti-Asyl-Bewegung getroffen. Aktionsformen dieser Bewegung sind sowas wie Fackelmärsche, Anschläge auf Vermieter von geflüchteten Unterkünften, mehrere Brandanschläge auf bewohnte Unterkünfte. Also es gibt sowohl die in Krimitschau, das ist im Landkreis von Zwickau 2015, und in Zwickau selbst, das war Anfang dieses Jahres, in Merane, ebenfalls im Landkreis von Zwickau, wurden die Busse mit Geflüchteten, die in die Unterkunft dort gebracht werden, blockiert
Und es gab, ja, ich weiß gerade gar keine Zahlen, aber sehr, sehr viele Kundgebungen, Facebook-Gruppen, Bürgerversammlungen und eine Bürgerwehr im Landkreis rund um Zwickau. Das bedeutet, es gibt dort eine mobilisierte Gesellschaft. Das zeigt sich auch, wenn man die Leute mal bei ihren Hobbys zuguckt. Wer zum Beispiel über den FSV Zwickau, also den lokalen Sportverein, ist gerade erst über Twitter ein Artikel rumgegangen, der die Fankultur dort mit rassistischen Rufen, rassistischen Beleidigungen etc. zitiert. Dabei zeigt sich, dass in den letzten Jahren öfter mal kritisiert wurde, der Verein aber eben immer abbügelt und sagt, das stimme gar nicht, das hätte außer den KritikerInnen niemand gehört. Und man müsste sich ja auch nicht jetzt jedes Spiel damit auseinandersetzen müssen. Das wäre ja wirklich eine Belastung. Bei jedem Spiel müsste man sich damit auseinandersetzen, dass Leute sowas sagen. Also immer abgewehrt, dass das überhaupt passiert. Ja. Ja. Wichtig vielleicht auch noch, es kam auch schon wieder zum Abstellen erster Bombenattrappen in Zwickau. Da klingeln zumindest hier im Kreis, wo Leute sich mit dem NSU beschäftigen, natürlich alle Alarmglocken. Auch der NSU, wenn wir an diese Garagendurchsuchung denken, die geschieht ja deswegen, weil in damals noch Jena eben diese Bombenattrappen gestellt werden. Diese Koffer mit den Hakenkreuzen drauf, mit Sprengstoff drin. So, oder das ist ja einer der Radikalisierungsschritte des NSU. Auch in Zwickau gab es schon wieder eine oder zwei Vorfälle, ich weiß es gar nicht, standen auf jeden Fall schon wieder Sprengstoffattrappen, ich glaube vor einer geflüchteten Unterkunft. Das Ganze gibt es eben auch auf der Straße klassisch, also wir reden von einem aggressiven Straßenrassismus mit zahlreichen Sprühereien natürlich im Stadtbild, immer wieder körperlichen Übergriffen auf Linke, auf MigrantInnen, auf Geflüchtete, die häufig nicht sanktioniert werden. Nicht sanktioniert heißt, dass ZeugInnen eingeschüchtert werden, plötzlich nicht mehr aussagen, dass es gibt einen NPD-Kader, der innerhalb einer Disco einen Geflüchteten attackiert hat, der wurde dann nicht mal rausgeworfen. Es gibt wenig Reaktionen von den Behörden. Es gibt also eine, also oder diese typische Schweigelandschaft, in der Rassistinnen sich sehr, sehr wohlfühlen können. Ein gutes Beispiel dafür ist eine sehr furchtbare Meldung. Anfang dieses Jahres, am 8. Januar, versuchte ein Autofahrer, eine Gruppe von Geflüchteten vor einer Geflüchtetenunterkunft zu überfahren. Man sollte ja denken, das zieht vielleicht eine längere Auseinandersetzung oder so nach sich, aber man findet tatsächlich nur einen einzigen Zeitungsartikel, der genau diesen Vorgang beschreibt und danach passiert nie wieder irgendwas. Also es gibt auch keine Lokaljournalistinnen, die sich da hinten ranhängen oder so. Also bleibt dann irgendwie alles nur mit großen Fragezeichen und entsprechend offen. Apropos Brandanschläge, ich hatte die auf die Geflüchtetenunterkünfte schon genannt. Es gibt aber auch eine ganze Menge mehr Brandanschläge, unter anderem 2015 auf eine Obdachlosenunterkunft, auf einen Dönerimbiss 2014, auf eine Wohnung von einer migrantischen Familie, beides in Mirane, wo die Hintergründe nie endgültig geklärt werden konnten, aber es natürlich naheliegt, dass auch das rassistische Angriffe sind. Das soll also alles heißen, es findet sich hier eine große schweigende Mehrheit. Es gibt viele, die mit RassistInnen auf die Straße gehen oder RassistInnen sind. Es gibt also das, was wir in dem Aufruf als arbeitsteilige rassistische Gesellschaft bezeichnet haben. Diejenigen, die sich das zutrauen, die das können, die schlagen zu, die greifen an, die zünden an, die anderen schirmen oder die anderen unterstützen die Mobilisierung, indem sie auf diese Spaziergänge, auf diese Fackelmarsche gehen. Und die Nächsten schirmen ihre Stadt gegen den Imageverlust ab und sorgen dafür, dass möglichst wenig über Zwickau als Nazi-Stadt eben auch geredet wird. Bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, fällt mir dabei ein, die Nazi-Szene selbst, eng vernetzt, viele Nazi-Läden, Mail-Order, der Marschner hat ja auch noch diese Baufirma, also ein Gebiet, in dem man also auch wohnen, arbeiten und eben auch in der Szene leben kann. Das alles auf einen Punkt und das alles ein guter Ort, um gegen
die rassistischen Zustände zu demonstrieren, vor allem aber dabei trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, dass Zwickau nur eines von vielen Drecksnestern dieses Landes ist, dass das, was wir da in Zwickau beobachten, sehr leicht reproduzierbar auch an anderen Orten findbar ist und dass das, was Zwickau ermöglicht, bundesweit natürlich überall ist. So viel, glaube ich, zu dem Punkt. Ja, lässt sich dann entsprechend an Zwickau ganz gut der Bogen schlagen. 5 Jahre Selbstenttarnung bekannt werden des NSU, der durch einen gesamtgesellschaftlichen Rassismus getragen wurde, wie wir hier ja auch schon des Häufigeren besprochen haben. Das lässt sich gut an Zwickau zuspitzen und der Bogen zur aktuellen rassistisch-völkischen Mobilisierung eben schlagen und genau da den Punkt sozusagen zu setzen. Und deswegen, genau, am 5.11. gibt es diese Demonstration in Zwickau. Ihr habt es ja schon gehört, organisierte Anreisen aus verschiedenen Städten auf dem Blog irgendwo in deutschland.org. Das also als Werbung nochmal. Genau, und das heißt, heute in einer Woche ist die Demo schon am Laufen und werden entsprechend auch hier darüber im Nachhinein berichten, würde ich sagen. Toll. Dann vielen Dank und bis bald. Ja, vielen Dank. Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einer logischerweise irgendwie vorproduzierten Sendung, denn da werden wir uns in Zwickau befinden. In einer Woche, da läuft die Demo wahrscheinlich noch. Aber trotzdem werden wir zusehen, dass hier auch was zu hören ist, und wir hören uns. Bis dahin.